Was geht YouTube? Lotzo wieder zurück aus der Welt von Drakensang Online. Bevor die PvP-Runden anfangen, möchte ich euch gerne was erzählen. Und zwar habe ich einfach für mich selber einen Test gemacht. Jo, mit meinem neuen DK, wie läuft denn PvP? Wie sieht's denn aus? Hab das Ganze ausprobiert und ich habe jetzt eine 30 Minuten, also eine halbe Stunde, ich wollte halbe Stunde sagen, 30 Minuten gespielt. Und diese Resultate seht ihr dann, wie viele Siege ich gemacht habe, wie oft ich gewonnen habe. Und ich muss sagen, den Bären kriegst du, also in meinem Elo-Bereich momentan, sehr schnell. Also ich habe, ich kann sagen, 98% der Kämpfe gewonnen, weil ich Gegner nur bekomme, die Zweiern spielen, was ich auch nicht ganz verstehe. Resultat daraus aber auch, habe ich herausgefunden, ist, von meinen ganzen Kämpfen, Mages sind nur gut mit Singularität. Und Zwerge sind einfach broken as fuck. Also egal, ob ein DK kommt, der ein bisschen stärker ist, oder ein Mage, egal welche Klasse ich gekämpft habe, eigentlich gewinne ich. Aber gegen einen Zwerg hast du gar keine Chance. Er kann sich immer befreien durch seine ganzen Sprünge. Immer und immer und immer wieder. Hat seine Kanonen, die schießen. Das heißt, er kann weglaufen, während seine Kanonen schießen. Dabei hat er noch die Heilung. Und wenn du ihn gestunt hast, kann er wegspringen. Das heißt, der Zwerg ist momentan, finde ich persönlich, durch das Spielen jetzt, diese 30 Minuten, die stärkste Klasse in PvP. Mage kommt danach, dadurch, dass Mages mit der Singularität, sobald du einmal da drin stehst, ist vorbei. Da hast du gar keine Chance. Und ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Jetzt nur Musik, nur PvP. Viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, danke und tschüss.